Ich glaube, man überzieht schlicht und einfach. Die Bevölkerung und die Menschen draußen haben durchaus Sinn dafür, wie es übrigens auch die katholische Soziallehre und die katholische Morallehre gebietet, zu sagen, man muss von Menschen, die eine andere geschlechtliche Neigung haben, mit dem entsprechenden Respekt begegnen. Diese Leute auch mit entsprechendem Respekt wohl behandeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass man eine traditionell auf die Erzeugung und die Erziehung des Nachwuchses ausgerichtete Einrichtung, zumal noch sakraler, nämlich sakramentaler Natur wie die Ehe, dann für diese Partnerschaften öffnen muss und sie gar gleichstellen muss. Die nächste Forderung, die dann wie die Armen im Gebet auf sicherem Fuße folgt, ist ja gleich dann das Adoptionsrecht für Kinder. Das alles will die Bevölkerung nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung denkt hier Gott sei Dank noch vernünftiger und anders und durchaus auch differenzierter. Und daher ist es auch hier, glaube ich, an der Zeit, dass man den Widerstand aus der Bevölkerung heraus organisiert, weil das politische Establishment geht jeweils von der Political Correctness einer schmalen, aber sehr lautstarken Lobby aus unterschiedlichen Richtungen jeweils in die Knie, insbesondere dann, wenn diese Lobbys es schaffen, die Medien für sich einzuspannen. In Österreich zeigte sich, das Lebenspartnerschaftsgesetz war ein Flop. Es werden kaum Partnerschaften eingegangen. Das zeigt sich ja auch, dass wir damals vorausgesagt haben, dass das ja nur ein Anliegen einer ganz schmalen Funktionärskaste homosexuellen Bewegung ist, dass die Masse ja das gar nicht wünscht, dass es ja gar kein Bedürfnis ist. Ja? Das ist ja, zeigt ja den ganzen Flop dieser Debatte. Und schauen Sie sich einmal die Bedeutung an, die man diesem ganzen Thema, insbesondere von sozialistischer Seite, und von grüner Seite beigemessen hat. Die Bedeutung der Debatte, jahrelange Debatte, steht in keinem Verhältnis zu dem, was jetzt hier tatsächlich sich an Partnerschaften und an Verpartnerungen ereignet hat. Das zeigt einmal mehr, dass die politische Klasse gar nicht mehr weiß, was den Leuten wirklich ein Anliegen ist, sondern sich um Orchideenthemen kümmert, anstatt die großen Themen anzugehen und lieber mit Orchideenthemen in der Öffentlichkeit auftritt, anstatt die wirklich wichtigen und bedeutsamen Themen anzugehen, etwa die Sicherung des Lebensstandards der Menschen, die Sicherung der Arbeitsplätze, die Verhinderung der Inflation und die Sicherung einer entsprechend stabilen Währung. Das sind die Themen, die sie nicht angehen. Stattdessen werden mit solchen Orchideenthemen ganze Monate lang Gazetten gefüllt und eine politische Debatte beherrscht.